Kaum vergehen 3 Jahre, setzt sich Diplom-Ingenieur Bernhard Liebel erneut mit mir zusammen, um über das zu reden, was mehr und mehr der aktuelle Stand des Internets wird. Gemeint ist natürlich 5G. Und es gibt einige Schreiben, die sich Sorgen machen aufgrund der gesundheitlichen Effekte, aufgrund den potenziellen Gefahren, die dadurch entstehen können. Dabei wissen viele gar nicht so wirklich, wie 5G funktioniert, was denn überhaupt Risiken sein könnten, aber was auch für Vorteile dadurch entstehen könnten, auch für unsere Gesundheit. Das ist alles noch gar nicht sicher, denn auch wenn schon mit 5G geworben wird, sind wir noch gar nicht so weit. Das, was heutzutage als 5G bezeichnet wird, ist noch gar nicht 5G. Mehr dazu erfahrt ihr im eigentlichen Interview. Und bevor ich euch vieles jetzt noch weiter erzähle, wünsche ich euch einfach viel Spaß bei dem folgenden Gespräch. 2017 gab es einen Vortrag aus, ich sage jetzt Skandinavien, weil ich nicht sicher bin, ob es Schweden war. Da wurde zum Beispiel gezeigt, dass der Anstieg der versendeten Daten jedes Jahr um etwa 50% ansteigt. Das heißt, wir hatten 2015 noch so 0,7 Gigabyte pro Person, worüber man heute lacht. Inzwischen ist man so, oder die Vorausrechnungen waren für 2021. Ich weiß nicht, wie genau das ist oder wie akkurat, aber sind so bei 6,5 Gigabyte. Wenn man die beiden Werte Genau. miteinander Ganz wesentlicher Punkt, und das war deine Frage punkto Modulation. Ja, was also sozusagen die Modulation geht einher mit der Menge Daten, die ich transportieren kann. Das ist ja natürlich jetzt nicht eine 1-zu-1-Erklärung, aber durch diese verschiedenen Formen der Modulation, die ich anwende im gleichen Frequenzbereich, ja, kann ich also wesentlich mehr Daten transportieren. Lass uns doch am besten mal von Anfang anfangen. Wir hatten erstmal so gesagt, wir fangen erstmal einfach an, so in Bezug auf, okay, wo kommen wir her? Das heißt, da gab es die ganzen Sub-6-Gigahertz-Geschichten. Das heißt, wo stehen wir gerade? Und das ist ja eher so 3, 4 und LTE. Und jetzt kommt auf einmal dieses 5G am Horizont und überall sieht man schon diese interessanten neumodischen Antennen. Das heißt, was verändert sich da jetzt eigentlich? Perfekt, perfekt. Also für mich ist das unglaublich interessant, auch nämlich der Zeitpunkt jetzt, ja, weil das Thema 5G ist ja das erste Mal so 2018 so ein bisschen hochgekocht, das kommt, an dem wird gearbeitet, ja, dann 2019 war natürlich weitaus mehr und mit ersten Anwendungen zumindest versucht von Millimeterwellen, ja. Und es hat sich jedes Mal punkto Verständnis einfach auch bei mir sehr viel getan. Ich habe also jetzt sozusagen die dritte Welle vom Research. Die erste war 2018, das zweite war in zwei Phasen 2019, jetzt 2020, ja, wo ich mich also wieder mit dem Thema beschäftige. Es ist so, dass 5G ist nicht eine Technologie. Ja, man hatte zum Beispiel ganz klar, der Sprung auf 2G war die Digitalisierung. Das war das digitale Signal oder das Rechtecksignal. Der Sprung von 2G auf 3G war das breitbandige Signal. Ja, da waren also sehr klare neue Technologien, die definiert waren und man sehr einfach sagen konnte, okay, das ist 2G und das ist 3G. Das fehlt jetzt beim Übergang von 4G auf 5G. Ja. 5G ich sage im Endeffekt, ja, von dem, wo ich jetzt sage, okay, das ist das 5G-ste 5G, das es gibt, oder? Das wäre, nein, es ist verrückt, es ist total verrückt und es ist vom Technischen her einfach, ich verstehe die Faszination, ja, und da muss ich sagen, da habe ich auch wirklich hohe Achtung vor den Ingenieuren, die das entwickeln. Die sind unglaublich kreativ, da gehen wir mit einer Kreativität dran, die ist einfach toll. Ja, da werden Dinge entwickelt, die man sich schwer tut nachzuvollziehen. Ja, das ist also schon extrem toll, was man da macht, punkto Kommunikation. Da bin ich wieder ganz der Ingenieur, der von sowas also wirklich auch begeistert ist. Das muss ich ganz klar Gut sagen. so, Ja. ja. Was sind jetzt die wesentlichen Punkte? Ja, 5G war mal geplant, zumindest so wie ich das verstanden habe, mehr oder weniger nur Millimeterwellen, das geht nicht. Ja, das ist also deswegen nicht machbar, weil ich diese lange Distanzen mit den Millimeterwellen nicht überbrücken kann. Was heißt Millimeterwellen? Ich habe jetzt zum Beispiel bei 1 Gigahertz habe ich ungefähr 30 cm Wellenlänge. Ja. Bei den Millimeterwellen habe ich dann wirklich Wellenlängen im Bereich von Millimeter. Ja. Die Mikrowellen heißen ja nur deswegen Mikrowellen, weil sie im Vergleich zu den Radiowellen Mikro waren. Die Mikrowellen heißen nicht Mikrowellen, weil sie im Mikrometerbereich sind, oder? Die heißen Mikrowellen, weil sie eben gegen Radiowellen, die kilometerlang sind zum Teil, ja, oder kilometerlang sein können, sind sie Mikro, Guter ja. Punkt, ja.
Und die Millimeterwellen, ja, wo man jetzt meinen könnte, die wären länger als die Mikrowellen, oder? Aber die Millimeterwellen sind also kürzer, ganz klar kürzer, oder die sind im Millimeterbereich angesiedelt, die anderen sind also im Dezimeterbereich angesiedelt, zumindest kann man sagen, ja. Jetzt, erster guter Punkt, Frequenz, ja. Was wir jetzt im deutschsprachigen Raum, soweit ich das verstehe, auch praktisch, also flächendeckend noch nicht haben, aber dieses sogenannte 5G, was jetzt 4G plus, 5G minus, 4G/5G, Prä-5G, wie auch immer heißt, ja, da gibt es unterschiedlichste Versionen davon. Da spielt sich alles noch ab, frequenzbereichmäßig dort, wo wir mit 4G schon waren und 3G schon waren, ja, also größenordnungsmäßig in dem Bereich, Genau, ja. unter 6 GHz waren das, ne? Genau, unter Genau. 6 GHz, das Höchste, was ich da bis jetzt kenne, ist irgendwo im Bereich von 3,6, 3,8 GHz bis 2,6 GHz, scheint es noch relativ weit verbreitet zu sein bei uns. Ja. Das wäre so in etwa die Frequenz vom normalen WLAN. Das sind jetzt frequenzmäßig keine neuen Sachen. Ja. Was ist jetzt neu bei diesem 5G? Ja, und da wird es jetzt wirklich interessant und spannend und auch sehr detailliert. Das Erste, was mir aufgefallen ist, und das ist messtechnisch untermauert, ist, dass man so zum Teil die Leistungen enorm hochgefahren hat. Ja, man hatte früher einfach pro Anlage in Österreich, wenn ich mir das anschaue, im Senderkataster, wir hatten bis maximal ungefähr 140 Watt pro Einzelanlage. Und auf dem Masten können dann mehrere solche Antennen und drauf sein und Anlagen drauf sein an einem Standort, oder? Und jetzt ist man dort bei 280. Also man hat das brutal hochgedreht jetzt und hat dadurch in Innenräumen eine ganz andere Belastung, als man früher hatte. Ja? Dazu kommt, und da wird es jetzt wirklich spannend, ja, die berühmte Beamforming-Geschichte. Ja? Also man kann sich das so vorstellen, Das wenn ist, jemand. entschuldige, dass ich gerade reinspringe, aber das ist so eine faszinierende Idee. Du hast vorhin gesagt, wie sehr du begeistert bist von diesem Einfallsreichtum, den Menschen haben. Wenn man sich sowas vorstellt, wie man sich sowas entwickeln kann, dass man Beams formt, die spezifisch für eine Person, die, du wirst es gleich noch erklären, aber die stillsteht und dann dort an dieser Stelle halt diesen Empfang haben kann, das ist Wahnsinn eigentlich. Ja, nämlich wie man das macht mit der Technik im Handy. Ja, das finde ich unglaublich. Ja, also das ist schon sehr beeindruckend. Das muss ich sagen, dass man das, nämlich, dass ich das mit einer fixstehenden Antennenanlage zusammenbringe, eine Sache. Ja, da natürlich schon toll, aber dass man das im Mobiltelefon zusammenbringt, das ist ja schon irgendwie mind-boggling, oder? Also das ist schon unglaublich, dass ich da nämlich, was nämlich passieren soll in der Endausbaustufe, so wie ich das verstehe, ist, dass du verschiedene, um eben die Datenübertragung zu maximieren. Es geht ja darum, möglichst schnell, möglichst viele Daten zu transportieren. Und das mache ich, indem ich von einem Handy dann im Endeffekt verschiedene Strahlen wegschicke in verschiedene Richtungen, die sich sozusagen jetzt datenmäßig ergänzen. Ja? Das heißt, ich kann von einem Handy jetzt drei verschiedene, im Prinzip voneinander unabhängige, natürlich jetzt und zwar vom Weg unabhängige, ja, nicht von der Verknüpfung unabhängige Wege haben, ja, wie das Signal kommt. Drei unterschiedliche Strahlen in drei unterschiedliche Richtungen vom Handy weg, die dann, da gibt es genaue Simulationen, wie das reflektiert wird und dann letztlich zur Sendeantenne kommt und natürlich kommt von der Antenne das zurück. Ist also hochgradig faszinierend. Das ist fast suchterregend, ja, diese Form von Technik, sich das anzuschauen. Na, ich verstehe, dass Leute so begeistert sind davon, absolut. Ja, da hab ich kein Problem, das zu verstehen. Was jetzt Kurzer Einwand von mir, oder nicht Einwand, aber eine kurze Ergänzung. Weil ich denke, viele Leute fragen sich vielleicht auch, warum zum Beispiel jetzt so viel verändert wird, bei, wenn man Millimeterwellen benutzt. Und das große Problem ist bei Millimeter, bei diesen sehr, sehr hohen Frequenzen, ist, dass sie Schwierigkeiten haben, durch Materie durchzudringen. Also Genau, so, genau. das stimmt Also doch, genau, richtig, ja. je niederer die Frequenz, umso weiter kommst du. Man kann sich noch erinnern an, was weiß ich, Radio Free Europe oder und so weiter. Die haben also große Antennenanlagen gehabt. Gab es da, glaube ich, eine zum Beispiel in Holzhausen bei München, ja, so eine große Antenne, wo man dann auch einmal da Krebsgas da rundherum untersucht hat und so weiter. Ja. Das sind also riesige Antennen, die ganz lange Wellenlängen hatten, die also man dann bis irgendwo weit in Sibirien noch empfangen konnte, oder? Das heißt, je länger die Wellenlänge, umso leichter tun sich offensichtlich diese Mikrowellenstrahlung, diese in dem Fall dann eben keine Mikrowellenstrahlung, sondern Radiowellen, oder wenn man so will, Ja.
diese Hochfrequenzstrahlung sich auszubreiten und also ganz weite Strecken zurückzulegen. Ja, das nützt man also dann auch zum Beispiel bei U-Boot-Kommunikation, wo man zum Teil da im Elf-Bereich sogar ist, also wo man Niederfrequenz verwendet für die Kommunikation. Ja, ist auch ein ganz faszinierendes Thema, aber ich möchte jetzt nicht zu weit abschweifen Genau, von dem. bleiben wir bei den Millimetern, den Problemen, die man lösen musste, Genau. um es hinzubekommen, weil auf einmal sieht man überall diese, ich glaube, das haben einige Menschen schon gesehen, diese untypischen Kästen Genau. auf den Häusern Also da sehen. ist es so, dass eben diese physikalisch sich diese Wellen nur sehr begrenzt ausbreiten können und vor allem Materialien nicht mehr durchdringen. Ja, das heißt, die kommen ohne jetzt ganz spezielle Technologien nicht mehr in Häuser rein. Ja, aus meiner Sicht sehr gut. Ja, spare ich mal Abschirmung. Ja, also und bin im Innenraum gut geschützt davor. Ja, oder relativ gut geschützt davor. Ich komme mit dem nicht mehr in Häuser rein. Ja, da habe ich dann eben, deswegen habe ich bei 5G auch sehr viel das Sub-6 GHz-Band oder Sub-6 GHz-Band, oder? Weil diese Wellen kommen also sehr wohl, wie jetzt ganz normal 2G, 3G, 4G in die Häuser rein. Ja? Und das 5G, also wirklich mit Millimeterwellen, ja, ist, soweit ich das verstehe, eher für den Außenbereich, zum Beispiel in Stadien soll das gemacht werden, wo dann sehr viele Leute sind, ja, bei Versammlungen, die kann man sich momentan gar nicht vorstellen, dass sowas wieder stattfindet, oder? Aber wenn dann 50.000 Leute auf einem Fleck sind, ja, und ich möchte ganz viele Verbindungen gleichzeitig haben, ja, dann da ist sowas natürlich ideal, ja, weil da brauche ich keine langen Ausbreitungswege, da habe ich überall sozusagen dann eine Sichtverbindung hin. Das ist ja dann meistens an den Flutlichtmasten oder so rund um das Stadion aufgestellt, diese Antennen. Also da, das wären zum Beispiel so Anwendungen oder in Fußgängerzonen in Städten, ja, innerstädtisch, wo also viele Verbindungen gefragt sind, die Leute auch viel im Außenbereich sind, also jetzt nicht durch Gebäudewände da geschirmt werden, ja. Für das werden diese Millimeterwellen hauptsächlich sein. Wie weit man das tatsächlich dann in Häusern empfangen können wird, ja, da bin ich mir noch nicht ganz im Klaren drüber. Da gibt es auch zu wenig Erfahrungen. Also dort, wo das Ganze tatsächlich in Betrieb ist, ich hatte ja letztes Jahr einen schönen Moment der Schadenfreude, und zwar hat AT&T hatte einen 5G-Router, oder, auf der Website, und dann haben wir draufgeklickt und wollte den bestellen, und dann kam er also zu einem 4G-LTE-Router, oder? Das hat einfach nicht funktioniert. Also das geht nicht durch Wände durch, oder sehr schlecht durch Wände durch. Da braucht man dann Beamforming dafür. Ja, da muss man also eine ganz andere Leistung aufwenden. Das kriegt dann schon auch Probleme, weil wenn das jetzt zum Beispiel wirklich auf Straßenniveau ist oder ein bisschen drüber, und dann geht jetzt jemand mit einem Herzschrittmacher durch so einen Strahl durch, ja, vor jemanden, der da hinter ihm telefoniert, was passiert dann? Oder da sind also schon eine Menge offener Fragen. Das hast du schön formuliert. Okay, sehr gut, ja. Ja, das sind schon eine Menge offener Fragen, die, glaube ich, auch jetzt eher die Hardliner, die sagen, Elektrosmog gibt es nicht, mehr oder weniger. Ja, das ist ja noch immer sowas, was man doch auch hört von der Industrie, dass sogar denen dann ein bisschen die Schweißperlen auf die Stirn treibt, weil wenn genügend solche Fälle vorkommen, dann gibt es ein massives Problem, oder? Die Also gab es dann. ja schon so weit, dass es sogar schon in Zeitungen wie der Tagesschau kam, dass ein Mann mit Hirntumor vors Gericht kam in Italien und dann hatte das Gericht in Italien, der hatte geklagt, weil er aufgrund seines Berufes viel telefonieren musste und das war an der Stelle war, dann hatte sich ein Tumor geformt, da wo er das Handy hatte. Mag sein, dass es damit zusammenhängt oder nicht, weiß man nicht, aber der wichtige Punkt war, dass das Gericht in Italien dem Mann Recht gegeben hatte. Seitdem haben viele, oder nicht nur seit dem Fall, das ist ein Fall, viele Versicherungen haben gesagt, dass sie zum Beispiel jetzt auch für die Schäden, die durch solche Electromagnetic Radiation, also einfach durch EMF entstehen, keine Haftung haben. Wohl wissen wahrscheinlich auch, dass oft das sehr leicht oder das so ubiquitär ist, dass es überall so eine Verbindung leicht hergestellt werden kann und viele Menschen extremen Mengen ausgesetzt werden. Genau, es ist einfach auch Ja. die, wie soll ich sagen, es ist eine gewisse größere Offenheit da als noch vor 5 oder 10 Jahren, sich dieses Thema zumindest auch einmal anzusehen. Richtig. Aber da kommen wir am besten am Schluss noch drauf, weil ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Themen dazu. Erstmal noch zusammenfassend. Also was man sich vorstellen könnte, was mir in den Kopf kommt, vor allem weil ich gerade noch ein bisschen mit meinem Gesicht in Richtung Fenster gucke, ist, man könnte an sich einen
so eine Art Beam Receiver ans Fenster befestigen, der sozusagen durchs Fenster durchgeht und dann dort eine zweite Station hat auf der anderen Seite des Fensters und dort dann wieder dieses Signal weitersendet. Also man bräuchte eigentlich. Also das wäre die klassische Form von einem Repeater, oder? Genau. Und, sowas in der und der kann dann natürlich auch im Innenraum, der könnte zum Beispiel im Innenraum mit moduliertem Licht funktionieren. Ja, ich denke da einfach ein Jahrzehnt weiter. Genau, ja, also solche Sachen wären die Idee, die dann kommen könnten, aber zusammenfassend kurz. Für jeden ist es so, dass alle die 5G-Technologie, die derzeit versucht wird einzubauen, kann nicht wie die sonstigen Sub-6 Gigahertz-Frequenzen durch Gebäude durch. Das heißt, man hätte Schwierigkeiten, das dort einzubauen. Soweit ich weiß, das hattest du mir, glaube ich, geschickt, den einen Text, haben die allerdings schon 5G oder versuchen sie 5G einzubauen in Fußgängerzonen, in Gebieten. Okay, bitte, wenn du jetzt sagst 5G, immer die Millimeterwellen dazu sagen. Okay, stimmt. Die 5G, richtig, völlig richtig. 5G-Millimeterwellen, wie du gerade eben schon gut gesagt hattest, gibt es schon Sachen, die als 5G bezeichnet werden, die vielleicht als 4G plus bezeichnet werden können. Das heißt, noch hat man es nicht so ganz erreicht mit diesem Beamforming, mit dem man das versucht zu machen. Das heißt, die Schwierigkeiten bei 5G sind, man macht eine Art Beam, der hat eine kurze Reichweite und kommt nicht durch Materie durch aufgrund seiner Millimeterwellen. Ja, also sehr Beam, kurz. Der Beam dann eben schon. Ja, der Beam, mit dem Beam könnte man dann schon zumindest teilweise durch Wände durch. Vielleicht um das jetzt ganz kurz zu versuchen zu erklären. Ein Radio, ja, Radiosender auf einem Hügel. Möchte ich das rundherum abstrahlt, ja, wäre so eine sogenannte quasi isotrope Antenne, die strahlt in alle Richtungen ab. Jetzt zum Beispiel 3G, 4G haben wir etwa Winkel von 110 mal 110 Grad. Das heißt, stell dir vor, eine Kugel, ein Kugelsegment oder ein Kugelausschnitt mit 110 mal 110 Grad. Ja. Und das heißt, es wäre eine Form von Flutlichtscheinwerfer, der dann doch, kennt man aus zum Beispiel wie der Stadien, relativ breit, aber ganz klar in eine Richtung ausstrahlt. Das ist in die andere Richtung ziemlich finster, oder? Aber man sieht sehr schön und das leuchtet eine relativ große Fläche aus. Jawohl. 110 mal 110 Grad. Beim Beamforming spricht man jetzt von 10 mal 10 Grad. Ja? Ja. Das ist für mich auch jetzt eine Information, die ich erst seit relativ kurzem habe, aus so vertrauenswürdiger Quelle, dass ich mich jetzt hier sagen traue. Ja? Also man hat, wenn man jetzt die 110 mal 110 nimmt, hat man 121, oder im Vergleich zu dem, man hat jetzt ein 121stel von dem Ausschnitt oder auf der Kugel in diesem Beam. Also wirklich nur 10 mal 10 Grad. Wie das jetzt tatsächlich funktioniert, wenn diese Objekte bewegt sind, ja, das wäre dann das wirklich Interessante, zum Beispiel autonomes Fahren beim Bus, ja, das wird man sehen. Ja, das ist also, wie weit die da tatsächlich sind, das ändert sich auch laufend, ja, und das, was wir jetzt machen, ist eine Momentaufnahme, heißt nicht, dass nicht in einem Jahr wieder neue Technologien gibt und andere Sachen gibt, ja. Aber ich glaube schon, also ich bin jetzt selber schon einmal froh, weil ich jetzt das Gefühl habe, dass ich wirklich das erste Mal eigentlich verstehe, wie diese ganzen Dinge funktionieren sollen, nämlich auch relativ detailliert, ja. Was für mich ist ja im Wesentlichen, wie gehe ich dann damit um? Wie kann ich diese Emissionen minimieren oder wie kann ich die eventuell abschirmen? Ja, was kann ich machen? Das ist sozusagen die Seite, von der ich es betrachte. Aber ganz wesentlich eben, dass da diese Beams dann kommen und die kann ich mit relativ, natürlich, wenn ich jetzt nur 121stel der Fläche habe, brauche ich wesentlich weniger Energie, um dem einzelnen Beam da mehr, diesem sehr konzentrierten Beam, mehr Power zu geben, dass er dann doch durch eine Wand durchkommt. Ja? Aber dann würde eine Menge an Informationen flöten gehen, denke ich, oder? Nein, nicht Information, sondern Leistung. Du brauchst einfach mehr Leistung. Nee. Ich meine, wenn ich versuche jetzt so einen Signal, weil das ist ja, soweit ich das verstehe, ist das nicht nur Einsen und Nullen, die entweder das eine oder das andere sind, sondern es sind ja an sich mehrere Daten, die wie so Pakete. Das sind breitbandige Signale. Wenn ich jetzt Schwierigkeiten habe, einen Beam durch, sagen wir, eine Wand durchzuschicken und ich mache einfach mehr Power rein, dann kommt es doch wohl immer noch zu Widerstand durch die Materie. Könnte es dann dadurch sein, dass das Signal ich verliere einfach Leistung. Ich verliere nicht Daten. Ich kann natürlich im schlimmsten Fall da Anteile verlieren von dem Spektrum, das ich übertrage, aber ich verliere einfach Leistung im Wesentlichen. Ich muss da mit mehr Power rein. Ja. Es geht jetzt nichts von der Information verloren zwingend, aber ich muss da mit mehr Power rein. Das ist interessant. Ich hätte erwartet, dass dabei Information verloren geht. Okay, interessant. Also könnte man es mit einem
Wenn man einfach mehr Gas gibt, Du sozusagen, hast den ja Laser durchbringt. immer einen Verlust. Du hast auch in der Luft einen Verlust, ja. Und natürlich kannst dann, wie früher, ich sage jetzt mal, das Rauschen im Genau. Fernseher, wenn es Gewitter war, ja, ab irgendeinem Punkt kommst du dann schon auch zum Datenverlust. Das stimmt schon, weil irgendwann ist die ganze Okay. Verbindung weg. Genau, Ja, okay, irgendwann alles ist das klar. komplett weg, oder? Also das ist jetzt, es ist nicht so klar und zumindest nicht linear, oder? Weil du hast ja jedes Mal, auch wenn du jetzt im Innenraum mit dem Handy telefonierst, dann musst du zumindest durch die Fensterrahmen oder durch die beschichteten Fenster oder durch die Mauer und vielleicht sogar durch mehrere Mauern durch, oder? Und da hast du auch keinen Verlust der Daten, oder? Aber du brauchst einfach mehr Leistung, Alles ja? klar, genau, das hatten wir schon mal mit dem Thema des Faraday-Käfigs, des alten Autos, dass man da trotzdem telefonieren kann. Ich erinnere mich gut daran, genau. Und nächster Okay. Punkt ist ja auch bei diesen 5G, sagen wir mal, Laserpointern, die wir jetzt da überall irgendwo aufbauen. Also das Beispiel, wo wir, glaube ich, dass es in Straßen zum Beispiel schon errichtet wird, dass die Dinger on demand sind. Also wir hatten ja bis jetzt immer Genau. solche Tower, Also, die rund um sich geschossen haben und alle irgendwie versorgt haben mit einem, man könnte wirklich sagen, Feld. Und jetzt ist es so, dass sozusagen eine Anfrage gesendet wird von einem Handy, sagen wir mal, von jemandem, der sagt, hallo, ich brauche jetzt mal kurz eine 5G-Verbindung, also eine echte Millimeter 5G-Verbindung, und dann kommt on demand eine Reaktion mit dem Tower. da wird es jetzt wirklich interessant. Das ist schon mal sehr gut erklärt, wie du sagst. Das ist für mich auch die Hoffnung der ganzen Geschichte, weil ja, nicht nur jetzt von der Strahlenbelastung, das ist ja den sehr, sehr vielen von den Entwicklern noch völlig egal. Das ist ja bei denen als Thema nicht angekommen, oder? Das ist, glaube ich, auch so bei vielen, ja, dass das noch nicht angekommen ist. Was aber sehr wohl angekommen ist, ist, wenn ich jetzt natürlich die ganze Welt rundherum dauernd in 5G Bade, Bestrahlung ja. eintauch mit 5G Bestrahl flächendeckend, dann kostet das natürlich unglaublich viel Energie. Ja? Und das kommt langsam an. Ja? Und da ist also sicher das On-Demand für mich insofern gut, weil ja, wenn in einem Haus den ganzen Tag nicht 5G telefoniert wird, ja, und das On-Demand ist, dann kommt das eben dort auch nicht hin. Ja? Weil kein Bedarf besteht, diese Strahlen auf dieses Haus zu richten. Ja? Das heißt, aus Das einer gesundheitlichen Sicht wäre das auch positiv zu sehen. Genau. Aber, jetzt kommt das Aber. Man kann sehr wohl auch dieses On-Demand und Beamforming ist nicht zwingend verknüpft mit Millimeterwellen. Ja, da wird es jetzt wirklich spannend. Ja, das hat also mich dann, das war mir immer wichtig, das herauszufinden, wie ist das jetzt im Sub-6 Gigahertz-Band, ja. Da kann ich fakultativ, ja, nicht zwingend, aber fakultativ, zum Beispiel bei 2,6 Gigahertz wird zum Teil von manchen Carriern, das ist wieder von Carrier zu Carrier unterschiedlich, kann ich Beamforming anwenden und On-Demand muss ich aber nicht. Ja? Das heißt, da kann ich im Prinzip eine komplette 4G-Technologie haben, die ich halt 5G nenne, die vielleicht ein bisschen breitbandiger ist und tatsächlich ein bisschen mehr Daten transportieren kann oder auch nicht. Ja? Aber ich kann auch echtes oder echteres unter Anführungszeichen 5G haben, nämlich zwar die 2,6 Gigahertz, die noch immer relativ nah sind bei 3G, ja, und so weiter, aber die ich sehr wohl mit Beamforming und mit On-Demand betreiben kann. Ja, also da ist es dann nicht mehr so eindeutig. Ja, und meine Hoffnung ist, dass sich eben dieses Beamforming und On-Demand so bewährt, dass wir komplett in die Richtung gehen. Ja, dass also wirklich dann auch im Idealfall nur mehr die Leute, die jetzt eine Verbindung wollen, dann auch tatsächlich ausgesetzt sind dieser Strahlung. Ja? Dann fallen mir zwei Fragen ein. Das erste ist, also wäre das eigentlich insgesamt eine positivere Entwicklung auf der Welt, da wir nicht mehr diese großen, grobflächigen Scheinwerfer oder sowas haben, sondern sozusagen unsichtbare Lichtkabel durch die Luft, also Laserpointer haben, die allerdings eine mehr oder weniger gute Verbindung brauchen zu dem, oder einen Sichtkontakt mehr oder weniger zu der nächsten Station brauchen. Das heißt, es bräuchte mehr Stationen. Das klingt generell ganz okay. Die nächste Frage wäre dann aber auch, okay, das ist alles jetzt durch die Luft, das ist alles frei oder wireless. Kann man sowas auch an ein Kabel binden eigentlich? Oder das Na, ist zwingend? es gibt natürlich, also es gibt ja die Glasfaserkabel, oder? Und ich kann sehr wohl jetzt sehr viel von dem im Innenraum, ja, wenn ich im Innenraum im Handy telefoniere, ja, da kann ich genauso gut das Schnurlostelefon verwenden, oder? Dieses Schnurlostelefon, die gibt es heute so, dass die wirklich also auch nur on demand sind. Das heißt, dass nicht die Basisstation dauernd strahlt. Das waren ja so die völlig sinnlosen Aktionen, wo einfach die Industrie tanzt und setzt sich durch, oder? Für was muss diese Basisstation rund um die Uhr strahlen? Ist ja schwer nachvollziehbar, oder? Ist
kann man jetzt argumentieren, kostet ja nicht viel Energie, aber jetzt stehen da Millionen solcher Teile oder vielleicht sogar Milliarden auf der Welt herum, wahrscheinlich Milliarden, und die verbrauchen dann in Summe doch auch sehr viel Energie. Ja? Also das ist der eine Punkt, das kann man ja heute schon, wie man das dann löst. Ja? Ich meine, wir telefonieren jetzt auch in, oder telefonieren stimmt nicht, das ist nicht der Telefon jetzt wirklich, aber wir telekommunizieren, das wäre der richtige Ausdruck, oder? Das stimmt. Jetzt auch zwischen du München, ich Wien, oder? Und es geht völlig ohne Strahlung, ja? Und also aus meiner Sicht auch nicht mit Komfortverlust, weil ich brauche jetzt da, ich brauche wieder ein dämliches Headset, das einem dann da weh tut auf den Ohren nach 2 Stunden, oder? Längstens, manche schon viel früher, und ich brauche kein Bluetooth am Ohr, oder? Und so weiter. Also da gibt es diese Möglichkeiten, gibt es ja schon. Und natürlich, das ist immer eine Frage dessen, was will man, oder? In Österreich zum Beispiel war es so, dass man dann ganz gezielt das Festnetz ausgehungert hat. Ja, da waren die Tarife so hoch plötzlich, ja. Und keinerlei, wie man es für den Mobilfunk immer hatte, nämlich diese Pauschalsachen, ja, diese Pauschalbezahlungen. Also, das ist immer eine Frage, wie weit gibt es da überhaupt einen Gesetzgeber, der fachkundig ist wirklich, der den Überblick hat und der überhaupt auch eine Lenkung machen will. Und der muss auch das Thema Strahlung verstehen oder zumindest am Radar haben. Ja. Also da geht es jetzt nicht um die technische Machbarkeit aus meiner Sicht. Ja. Du kannst da unglaublich viel machen mit Verkabelung, und mit zum Beispiel eben auch Licht, ja. Sondern da geht es einfach um den Willen. Wenn ich das gesamte Geld, ja, das ich heute drauf werf auf das Thema Entwicklung von Telekommunikation mit Mikrowellenstrahlung. Wenn ich das zum Beispiel drauf werf auf Entwicklung von Telekommunikation mit Licht und Verkabelung ohne oder mit wenig Komfortverlust, ja, dann wäre das in aus meiner Sicht sicher lösbar. Beispiel Auto, ja, dass man das Handy im Auto verwendet, also das ist schon eine Form von, aus meiner Sicht, Idiotie, die ist schwer zu überbieten. Ja. Das hat man früher auch gemacht mit Außenantenne, und im Auto war keine Strahlung. Ja. Du hast wahrscheinlich den Film gesehen, da ich glaube, es war von RTL, oder über Kopfweh im Auto und wo Ja, man. mit dem WLAN, wo sie gucken Ja, wollten, wie ist sehr so ein unglaublich. Auto. Ja. Ja, also Und was Anmerkung das. zu dem, das war ja, glaube ich, nicht mal ein Tesla-Auto, oder? Nein, Das das ist war, ja. ich weiß, was es für ein Auto war, darf man wahrscheinlich nicht sagen, oder? Es gab Nee, dann auch wäre auch noch ein egal. Elektroauto, und der war dann noch ärger, ja, das haben die schon auch gemessen. Ich wollte schon gar nicht im Auto fahren. Ich habe ein sehr schönes Auto vorher gehabt mit elektrischen Ledersitzen und natürlich Sitzheizung und Pipapo, was weiß ich, was alles für Sachen, ja. Und ich war schon so, dass ich gar nicht mehr Auto fahren wollte, ja. Und in dem Auto, das ich jetzt habe, ja, ist ganz wenig an Elektronik. Es hat ein ganz ein gutes Soundsystem. Das war damals so ein Sondermodell. Das haben die gehabt und das passt, ja. Aber ich habe nicht einmal elektrische Fensterheber, und ich habe mich in den letzten Jahren sicher nie in einem Auto so wohl gefühlt. Ja? Also ich fühle mich in dem Auto normal und ich fahre wieder gern. Das war schon Ja, völlig weg. Ja? das ist, Das ist. das geht ja schon so weit, dass, das unterbreche ich kurz, aber weil mir das auch dazu passt, um zu zeigen, wie weit wir da eigentlich schon gehen, und das ist, glaube ich, noch keine jetzt so noch moderne Sache, aber ich war doch sehr verblüfft, als auf einmal bei ihm war das so, dass der Mensch muss nur den Schlüssel oder dieses Ding, was wir heutzutage als Schlüssel bezeichnen, die werden immer weniger Schlüssel, mehr Gerät, bei sich am Körper haben und hat den Griff mit der Hand berührt und das Auto erkannte, dass der Mensch den Schlüssel bei sich trägt, und dadurch ist das Auto von alleine aufgegangen. Das heißt, die Elektrizität, die wir immer mehr einbauen, oder die Gadgets, die wir einbauen, die irgendwie eine nice to have sind, das ist ja kein Must-have, gehen immer weiter. Schon wie wir gesprochen haben vor 3 Jahren, ja, diese Serie gemacht haben, da war eines der Themen für mich zu transportieren, dass eben man spricht in der Umweltmedizin gerne von Long-Term Low-Level Exposure, oder das ist die Langzeit-Niedrigdosis, oder? Wenn ich zurückgehe in meine Kindheit, oder also ich sage mal Österreich in den 70ern, oder da gab es einen Fernseher, ja, aber in meinem Kinderzimmer gab es sicher bis aufs Licht. Wahrscheinlich gab es Steckdosen. Ja, sicher gab es Steckdose irgendwo, ja. Aber Electric Appliance in meinem Kinderzimmer, ich könnte mich nicht daran erinnern, oder? Es gab einen Fernseher im Wohnzimmer und es gab einen Kühlschrank in der Küche und es gab wahrscheinlich einen E-Herd, ja, vermute ich jetzt einmal. Ich kann mich dann daran erinnern. Und ich kann mich erinnern, bei meinen Großeltern in Wien gab es
eine elektrische Brotschneidemaschine, weil von der habe ich bis heute eine Narbe an meinem linken Daumen, oder? Das bleibt dann in Erinnerung. Also das war das, was es gegeben hat, oder? Und das heißt, dass ich, selbst wenn ich jetzt eine Nachttischlampe hatte, ja, dann hatte ich im Büro, ab wann gab es elektrische Schreibmaschinen? Das war auch erst wahnsinnig gekommen. Ja. Also mein Vater hatte noch seine ganz normale mechanische Ich erinnere mich Hackmaschine. noch an das typische Ja. Geräusch, dadurch, dass bei uns in der Familie recht viele Menschen journalistisch oder irgendwie mit Tippen zu tun hatten, erinnere ich mich sehr gut daran, dass meine Kindheit sehr deutlich wurde, wenn jemand in der Richtung gearbeitet hat. Also, und ich bin 1987 geboren, das heißt, wenn das in meinem Bewusstsein drin ist, addieren wir mal so ein paar Jahre noch dazu. Also, das ist noch gar nicht so neu, dass wir alles am PC haben oder inzwischen sogar auf dem Handy. Wir können ja, immer mehr sieht man Menschen in Zügen zum Beispiel ihre Arbeiten machen in irgendwelchen Tablets etc. Also das wird ja immer kleiner auch und leiser auch. Genau, und das ist also jetzt genau auf den Punkt, den du erwähnt hast. Wir haben immer mehr und mehr an Expositionen. Korrekt, genau. Diese 0,7 zu 6,5. Ich wollte noch einmal kurz auch zu den Kabeln zurückkommen, weil ich habe mir auch gedacht, das ist auch noch ein Thema, über das wir reden können. Eigentlich müssten dann diese Kabel, es müssten solche MIMO-Kabel geben eigentlich, oder? Also die einfach, also irgendeine Modulation der verschiedenen Kabel, die drin sind, dann sozusagen 64 mal 64 Stationen hätten oder sowas, statt den, was haben wir jetzt, 2 oder 4 oder 6? Vielleicht können wir kurz über MIMO oder Naja, Multiple also Input, Multiple im Output Kabel reden. funktioniert ja die Übertragung anders. Ja, da Ja. braucht man dann vielleicht, da bin ich jetzt absolut kein Fachmann dafür, da muss ich passen. Ja, aber da kann man sicher über Glasfaserkabel, und da gibt es dann auch wieder Probleme mit Abstrahlung. Das ist für mich das Interessante. Es war für mich eine von den erst im Nachhinein Schockmomenten, ja, war für mich, dass ich in der Zeit, wo es mir gesundheitlich so schlecht gegangen ist, hatte ich mir ein Telefon in mein Schlafzimmer gelegt, neben das Bett. Ja. Und dann habe ich irgendwann einmal Körperspannung gemessen und war entsetzt, ja, wie stark das elektrische Wechselfeld ist. Das kommt über, das war nur ein ganz normales Telefon. Das hatte keine, soweit ich das jetzt erinnere, hatte das keinen, heute haben ja die meisten Telefone einen Stromanschluss auch, oder? Aber die alten Telefone, da gab es ja nur das Kabel. Ja. Und da gibt es natürlich eine minimale Stromversorgung für den Lautsprecher vom Telefon, sonst würde es ja nicht funktionieren. Aber da gab es nur dieses Telefonkabel, oder? Und das habe ich dann, also das war dann für mich der Anlass, das rauszuwerfen aus dem Schlafzimmer, weil ich mal gedacht habe, das darf ja nicht wahr sein. Ja? Also wir haben so viel an versteckter Exposition, ja, die wir gar nicht merken, und die kommt sicher auch. Also ich habe schon mehrfach jetzt Berichte gehört. Ich kann es nur so zitieren, mir liegen keine wirklichen Daten vor, aber dass eben bei Glasfaserkabeln dann plötzlich vermehrt die Leute sagen, ich fühle mich nicht wohl, ja, und da kommt irgendeine Strahlung von diesen Kabeln. Ich habe das selber Alles nicht gemessen, muss ich zugeben, das ist da eine gewisse Lücke noch. Ich werde mich da mal schlau machen. Aber dass da auch dass es von diesen Kabeln zu einer Abstrahlung kommt, das müsste man aber aus meiner Sicht relativ gut schämen können. Also das, das so in da sind wir doch eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür. Da kann ich wieder meinen Schreibtisch heranziehen. Das ist ein sehr nettes Beispiel, weil ich habe ja einen Schreibtisch, der hat eine Metallumrandung, könnte man sagen, die ich auch jetzt auch immer noch sehr erfolgreich abgedeckt habe von Berührung. Aber an sich ist es so, dass diese Strahlung dadurch entstand oder dieser Anstieg der Körperspannung, wer möchte, kann sich dazu das Video, ich glaube, das war 3,5 oder die Folge 3,5, sich angucken. Stellt sich heraus, dass dadurch durch ein Kabel, also ein ganz normales Kabel mit Isolation, das in Berührung war mit dieser Metallumrandung, eine Spannung übertragen wurde, die dann, weil meine Arme auf dem Schreibtisch drauf lagen, die dadurch auf mich übertragen wurde. Das heißt, was beschrieben wird jetzt auch bei Glasfaserkabeln oder bei allen möglichen Kabeln, dass die eine gewisse Ausstrahlung haben nach außen, würde ich sagen, ja, definitiv, vielleicht nicht so weit. Das ist das Gute ja daran. Und die Frage ist halt auch, je mehr Power dadurch fließt, desto wahrscheinlicher ist es oder desto größer könnte vielleicht es sein. Wie du gesagt hast, müsste man sich angucken, Ja, aber es wäre wobei ich da wahrscheinlich. unterscheiden würde, dass bei deinem Schreibtisch, das ist also jetzt zunächst mal Niederfrequenz, ja, das kann natürlich auch irgendwelche Hochfrequenzanteile dann mit haben. Währenddessen im Glasfaserkabel, soweit ich das verstehe, funktioniert das schon mit Hochfrequenz, ja, also da werden Frequenzschwankungen
Daten übertragen, zumindest auch, ja. Aber wie gesagt, da bin ich nicht, Glasfaser ist jetzt nicht mein Gebiet, da bin ich lieber vorsichtig Okay, mit ich dem, glaube, was du sagst. dann haben wir dein nächstes Projekt, Benny. Dann schauen wir mal, ob da bei Glasfasern irgendwas. Das könnte eine gute nächste Sache sein, da hast du völlig Mit recht. dem neuen Messgerät, mit dem Easy, könnte man das doch wahrscheinlich gut machen, oder? Ja, man kann es versuchen. Ja, also das geht ja erst los bei 30 Megahertz, oder? Also das tut jetzt diesen Kilohertz-Bereich, der da sehr relevant sein kann, doch nicht erfassen, ausreichend. Ja, und Okay, alles klar. dann ist wiederum die Frage nach der Signalform, die so laufend kommt, oder? Die Signalform, also jetzt die Modulation, oder? Kann so sein, ja, dass da einfach das nicht erfassbar ist von diesem Gerät. Das muss man sich anschauen. Weil das Problem ist, ich habe gestern gesprochen oder vorgestern war es mit einem Sachverständigen für elektromagnetische Felder. Und da ging es darum, dass wir eben das ESI auch jetzt einmal vermessen lassen wollen. Was kann es sozusagen? Und der sagt sofort, ja, das Thema ist ja jetzt nicht die Frequenz, ja, anzuschauen, ja, sondern die tatsächliche Signalform anzuschauen. Ja, weil ich kann, ein Messgerät kann vielleicht sehr, sehr gut eine 2,4 Gigahertz Frequenz erfassen, wenn das ein ganz normaler analoger Sinus ist, ja, aber wenn das irgendwie blöd moduliert ist, dann sitze ich da plötzlich mit dem Messgerät und der Sender sendet volle Power und ich habe keine Anzeige am Genau, Messgerät, ja. weil der Schlüssel nicht ins Schloss passt, sozusagen. So könnte man es sehen, ja, so könnte Genau. man es sehen. Also es ist einfach nicht die Kapazität da, diese Form von Signal einfach entsprechend zu erfassen, oder? Das ist also ein ganz wesentliches Thema. Das ist auch das Thema, wieso jetzt das sicher mit 5G noch einmal sehr interessant ist, weil eben diese breitbandigen Signale grundsätzlich nicht ganz trivial sind in der Erfassung. Ja, also das ist schon technisch relativ komplex, da dann eine wirklich vernünftige Anzeige zu bekommen, bei der Messung dieser Signale. Oder? Und da bin ich natürlich als früherer Qualitätssicherungsingenieur, gebe ich da keine Ruhe, bevor das nicht entsprechend. Da muss man genau schauen, was man misst, oder? Es nutzt nichts, wenn ich die Länge von einem Bauteil sehr exakt vermessen kann, wenn ich aber eigentlich die Oberflächenrauigkeit messen sollte. Dann stimmt zwar die Länge, die ich vermesse schon, ja, Schönes Beispiel. aber ja, es ist einfach so. Ja, also da muss man gerade beim Messen elektromagnetischer Felder, bin ich mittlerweile, die Messgeräte messen das schon und ich kann nachweisen, ich kann dir ein wunderbares Zertifikat schreiben für ein Gerät, ja, das misst bei 2,4 Gigahertz wunderbar, es misst aber nur analoge Wellen, die bei 2,4 Gigahertz kein Mensch durch die Luft schickt, ja. Korrekt. Also das Zertifikat ist aber gut, ja, das stimmt, das ist 100% richtig, das kann der amtlich beeiden und das ist so, ja. Nur es ist praktisch völlig unbrauchbar, ja. Da muss man immer sehr detailliert schauen und ja, das ist also gerade jetzt auch mit 5G für mich eben sehr interessant, weil wenn man das wirklich verstehen will, es ist einfach 5G eine komplexe Thematik und für mich der wesentliche Unterschied, ja, ist vielleicht, um auf das nochmal kurz zurückzukommen, sind es Millimeterwellen ja oder nein? Ja, Nein. das wäre der erste Punkt. Ja. Und das zweite dann eben, was du auch schon sehr schön da herausgearbeitet hast, das On-Demand und Beamforming, ja oder nein? Ja, also das sind diese beiden Sachen und das kann, also Millimeterwellen, soweit ich verstehe, immer On-Demand und Beamforming, sub 6 GHz kann zumindest ab, glaube ich, 2,6 Gigahertz auch mit Beamforming und On-Demand sein. Wie weit das tatsächlich kommt, das kann auch sein, dass sich das im Laufe der Zeit verändert. Und wie gesagt, können auch sehr ähnliche Frequenzen in einer Stadt von unterschiedlichen Carriern mit unterschiedlicher Technologie betrieben werden. Okay, einfach nochmal kurz zusammenfassen. Das heißt, derzeit gibt es eigentlich noch nicht in meisten irgendwelche Haushalten oder so sowieso nicht. 5G-Technologie ist noch nicht ganz da. Sie ist schon hier und da vorhanden. Und zwar in zum Beispiel Großstädten, in manchen Passagen, also Fußgängerzonen und so. Und da gäbe es dieses tatsächliche Millimeterwellen 5G, wo ein Beam sozusagen hergestellt wird zwischen dem, sagen wir jetzt mal, Handy und der Antenne. Und durch diesen Beam ermöglicht es dann halt diese starke Datenübertragung, die ja, ich glaube, tausendmal höher ist als jetzt die, was wir bis jetzt hatten. Es ist aber so, dass die meisten Sachen noch eher 4 plus sind, sozusagen, und noch im Sub
6 Gigahertz Bereich arbeiten. Das heißt, immer noch arbeiten wir mit Scheinwerfern, die durch Gebäude durchstrahlen können. Das Gleiche, das hattest du gesagt, das war für mich auch neu. Das Gleiche kann man theoretisch auch mit den Beams machen und korrigiere mich da, wenn ich jetzt falsch liege. Nur, dass man in diesem Fall halt eine höhere Intensität braucht, um sozusagen das Signal durchzukriegen durch eine Wand oder durch ein Glas Genau, oder was auch im immer. Millimeterwellenbereich muss ich da in jedem Fall sehr stark dran fahren, weil diese Wellen in diesem Frequenzbereich eben Objekte nur mehr sehr schwer durchdringen. Stell dir das so vor, du kommst mit dem Frequenzbereich näher gegen Licht und Licht durchdringt eine Wand zum Beispiel meistens sehr schlecht, oder? Da brauchst du enorm viel Licht, dass du kommst durch eine Ziegelwand mit Licht nicht durch, oder Ja, durch eine normale. das Interessante ist aber, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Glas verwende, dann würde ich auch sagen, ja, Licht kommt ja durch, aber nicht alles. Das heißt, zum Beispiel UV-Licht kann Genau, nicht durchpassieren. genau so ist es und sehe einfach so, dass die Millimeterwellen sich da mehr Richtung Licht bewegen im Sinne der Eigenschaften, der Charakteristik der physikalischen Eigenschaften dieser Wellen. Ich hatte Ja. jetzt halt da auch gedacht, dass wenn ich das also zu wörtlich nehme mit Licht, ich meine, nur weil du mehr Licht durchschickst durch Glas, kommt nicht UV-Licht auf einmal durch. Aber anscheinend ist das mit einem Beamforming mit den Millimeterwellen schon so, dass wenn du mehr Power dahinter setzt, durchaus die gesamten Informationen durchkommen. Genau, Das wenn ist du der, okay. entsprechend, also wie soll ich sagen, du brauchst ja auch nur eine sehr dünne Schicht von was wirklich Licht nicht durchlässt. Ja, zum Beispiel der Spiegel ist eine sehr dünne Schicht, das Licht 100%, oder jetzt möchte ich nicht sagen 100%, ja, ich weiß nicht, ich bin kein Spiegelfachmann, aber doch sehr komplett reflektiert, oder? Da brauchst du nur ganz dünne metallische Schicht und das reflektiert das de facto, also zumindest den allergrößten Teil davon, oder? Und das Gleiche, es hängt immer von den Materialien ab. Zum Beispiel Licht, ganz interessant beim Tauchen jetzt, oder? Da weiß nicht, ob du es kennst, wenn du weiter runterkommst, da Ja, verschwinden, umso also weniger. Ja, genau. genau, da verschwinden die Frequenzanteile der Reihe nach, oder? Das ist, und wenn man dann weiter unten ist, dann ist es so ein bisschen ein bläuliches, so wenn ich es jetzt brauche. Und das ist also ganz ähnlich, also es gibt Materialien, die werden grundsätzlich durchdrungen oder nicht durchdrungen, oder? Und Materialien, wo ich also eine gewisse Durchdringung habe, die ich dann natürlich mit mehr Power, kommt sozusagen mehr durch, mit einer Taschenlampe durch einen Sonnenschirm, der relativ dicht ist, kommt wahrscheinlich nicht so viel durch, wie wenn ich die Sonne selber drauf scheinen Strahlen, ja, lasse. Ja? genau. Okay, das heißt, so viel zum Thema Unterschied auch zwischen den derzeitigen Technologien, die alle unter 6 Gigahertz sind und nehmen jetzt 5 mm, Sandstrahlern oder Lichtstrahlen, Laserpointern, wie auch immer man sie nennen möchte, die jetzt die Technologie derzeit vor ein paar Probleme setzt. Wir hatten ja schon so ein paar Sachen erwähnt, wie Repeater hattest du es, glaube ich, gemeint. Solche Sachen wären eine Idee, was vielleicht noch kommen könnte. Und aber auch interessant ist die Möglichkeit, On Demand zu haben. Das heißt, während wir jetzt die ganze Zeit über mit Scheinwerfern weltweit bombardiert werden, ist die neue Technologie möglich oder ermöglicht die neue Technologie, dass wir jetzt wie so eine Art Signal senden: Hey, ich möchte eine Pakete versenden oder empfangen. Und dann entsteht eine Verbindung zwischen diesem Gerät spezifisch und einem Sender oder und einer Antenne, die das halt dann aufnimmt oder weitergibt. Das würde eigentlich klingt das ganz gut, im Kopf zumindest. Muss man gucken, wie es dann in der Realität ist. Du hattest schon bereits ein Beispiel erwähnt. Das heißt, sagen wir, ich bin jetzt jemand, der in den Straßen rumspaziert, ein niegelnagelneues 5G-Handy hat, jetzt irgendwie eine Nachricht senden möchte an einen Freund, ihn fragen möchte, wie es ihm geht. Und während ich das abschicke, läuft ein Mensch mit seinem Herzschrittmacher durch den Strahl durch und bekommt den voll ab. Was passiert dann? Fragezeichen. Weil es, und das wäre dann auch das letzte Thema eigentlich, es doch einige gesundheitliche Themen gibt, die auch schon seit 100 Jahren erstaunlicherweise untersucht wurden, aber nie wirklich Beachtung gefunden haben, auch aufgrund von Interesse. Wobei wir eigentlich noch ein weiteres Thema hätten, und das wäre das sogenannte MIMO, also Multiple Input, Multiple Output. Willst du darüber noch reden oder willst du das mal anders Das machen? haben wir eigentlich schon kurz gehabt, dass dann vom Handy 3 verschiedene Strahlen oder Stimmt. Ja. kommen, ja. Also das ist jetzt und das Massive MIMO, das heißt, ich kann dann da pro relativ kleine Anlage bis zu 64, ich glaube jetzt ist man es bei 64, 8x8, ja, hat man solche kleinen Antennen. Genau.
Da kann man in der Theorie also sehr viele solche Verbindungen gleichzeitig solche Anlage kann man also Unmenge von Verbindungen Genau. ablaufen lassen. Ja. Das ist also schon sehr, sehr beeindruckend. Aber das finde ich jetzt nicht so sehr interessant im Sinn von der Abschirmung oder von den Themen, wie wir es betrachten. Da geht es dann sehr tief Stimmt. in die Technik, wie tue ich sozusagen diese Sachen ermöglichen, Es ist technisch an sich eine ermöglichen. Technologie gewesen, die halt ermöglicht, dass man vielleicht selektiver und trotzdem pro Signal arbeiten kann, was ein bisschen mehr oder nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich eine gute Menge an mehr Daten ermöglicht. Wer mehr zu MIMO lesen möchte, MIMO bedeutet Multiple Input, Multiple Output. Danach mal zu googeln oder ich könnte auch überlegen oder gucken, dass ich vielleicht noch dazu eine Quelle angebe, damit Menschen sich dazu weiter informieren können. Es ist an sich eine Möglichkeit, um mehr Daten zu übertragen und halt spezifischer auf spezifische Genau, Quellen wenn bezogen. du zu dem Telefon drei verschiedene Verbindungen gleichzeitig hast, ja, dann Genau. kann ich über diese drei Verbindungen gleichzeitig Daten transportieren oder wesentlich kürzerer Zeit mehr Daten transportieren. Und Genau. das ist natürlich enormer Fortschritt in gewisser Weise, oder? Und das ist also Teil, aber für mich diese wirklich faszinierenden Dinge für mich sind also im Sinn von dieser Kreativität, die man da an den Tag legt, oder um diese technischen Sachen zu erfüllen, also das Beamforming und vor allem, was ich wirklich als Hoffnungsschimmer sehe, ist das On-Demand, oder? Weil wenn das funktioniert, ja, und gut funktioniert, dann ist natürlich die Frage, wieso müssen die ganzen anderen Sachen dauernd strahlen, die ganzen anderen Sender dauernd strahlen, wieso kann ich die nicht auch On-Demand machen, oder? Die Frage ist halt, wie sehr ist On-Demand, wenn alle Menschen die ganze Zeit Demand haben. Das heißt, wenn ich in New York irgendwo durch die Straßen gehe, On-Demand wäre dann eigentlich ein Dauersenden wahrscheinlich. Also, oder die Frage ist halt Ja, auch. zu gewissen Zeiten, oder? Zu gewissen Zeiten, oder? Und das Wesentliche, und das ist ja der Punkt, an den wir mehr und mehr kommen, also jetzt ich zumindest von meinem Verständnis, das Wesentliche ist die Deexposition im Schlafbereich, siehe die Arbeiten von Professor Pöppel an der TH Ingolstadt, oder zum Beispiel, wenn ich eine komplette Deexposition habe, ja, dann kann der Körper sich offensichtlich auch innerhalb relativ kurzer Zeit sehr gut regenerieren. Ja, das ist zumindest mein Takeaway von dieser Arbeit bis jetzt. Ja. Und das finde ich einmal gut. Und das heißt auch, das finde ich insofern sehr erfreulich, ja, weil das heißt, dass wenn ich sehe, dass ich mein Zuhause wirklich in Ordnung habe, ja, dann kann ich unter Umständen untertags mich mit sehr viel Belastung an Exposition Wenn es denn sein muss, ja. haben, ja, und der Dr. McCullough sagt sogar, das hat möglicherweise Hormesis, ein Hormetic-Effekt. Vielleicht kannst du das erklären, oder? Der hormetische Effekt bezieht sich darauf, dass wenn man etwas so, what doesn't kill you, make you stronger. Also Ja, das, genau. ja, das Und heißt, dass wenn Menschen einem Stressor ausgesetzt werden und diesen überstehen, sie die Möglichkeit haben, sich daran zu adaptieren und so eine Resistenzausbau bilden können gegenüber diesem Stressor. Das heißt, wenn das nochmal und nochmal und nochmal passiert, dass man damit weniger Schwierigkeiten hat. Ich habe dazu meine eigenen Gedanken, aber ich verstehe, woher diesen Also Gedanken bezieht, ja. ich denke, es ist immerhin ein interessanter Gedanke so, und was also aus meiner Sicht schon sehr wesentlich ist, was ich denke, dass ich beobachten kann, ist, dass Menschen, die konsequent schauen, dass ihr Schlafplatz in Ordnung ist, schon dass, also ich habe Veränderungen erlebt, auch bei mir selber, ja, auch bei mir selber und auch bei anderen. Ja, bei mir war es mehr Niederfrequenz am Anfang, ja, bei anderen mehr Hochfrequenz. Das ist unterschiedlich. Da muss man sich den Schlafplatz eben entsprechend anschauen. Und wenn man seinen Ruhebereich in Ordnung hat, also man kann sehr viel machen innerhalb der eigenen vier Wände. Das ist für mich eigentlich das wirklich Gute an der ganzen Geschichte, oder? Das hätte ich, dann braucht man nicht so in dieses, es ist so schlimm und wir werden alle zu Tode gegrillt verfallen, oder? Das ist, ich verstehe das, ja, dass man da über gefordert ist und sich denkt, wohin soll das alles führen, sind Gedanken, die habe ich auch, ja. Aber gerade jetzt mit On-Demand und Millimeterwellen, dann habe ich das unter Umständen, habe ich jetzt 4G voll auf mein Haus und mit 5G habe ich das eben nicht mehr. Und wenn ich dann selber keine solchen Sachen in meinem Haus verwende, wenn ich eben sage, okay, ich hole mir jetzt der Kabel ins Haus und untertags habe ich vielleicht kurz mein WLAN an, wenn ich es haben will oder wenn es die Kinder haben wollen, ja, aber dann schalte ich es eben aus, wenn ich es nicht mehr brauche und über Nacht habe ich wirklich wenig Exposition, dass das offensichtlich einen enormen Unterschied in vielen Fällen macht. Das wissen wir einfach aus Erfahrung.
Die Frage ist halt auch, wie anwendbar das ist, weil, gut, ich bin jetzt zum Beispiel sehr gesegnet. Dadurch, dass ich freiberuflicher Journalist bin, kann ich von zu Hause aus arbeiten. Das heißt, ich bin so mehr oder weniger Herr meines eigenen Raumes, in dem ich arbeite und kann ihn entsprechend auch gestalten. Jetzt war ich aber auch schon häufiger mal in irgendwelchen Unternehmen drin, die auch solchen Startup-Unternehmen auch gerne mal besucht. Und da hatte ich die Chance mal gehabt, auf die ganzen Wi-Fi-Router und das Ganze zu gucken. Und da hat es mir. Ich war schon beeindruckt, wie lange dieser Mensch scrollen musste, um ans Ende der Wi-Fi-Anbindungen zu kommen. Das Ja, heißt, wie also Menschen in so einem Unfall leben, ist schon puh. wir haben in, also ich habe in Wien schon gehört von Leuten, die sagen, sie haben über 50 WLANs zu Hause, die sie zu Hause empfangen können. Ja. Das ist Also, halt das ein ist. Thema. Das ist halt schon etwas, wo man sagt, uff. Und ich denke auch nicht, dass es irgendwie jetzt so ist, dass wir binnen kürzester Zeit dann sagen, ah ja, wunderbar, wir schmeißen alle Frequenzen weg und nehmen nur noch 5G. Das wird, man hast du ja auch gerade gesagt, das ist eine Entwicklung. Die Frage ist auch, wie gut wir das rüberbringen könnten. Es wäre sicherlich interessant zu sehen, wie sich Kultur, Gesellschaft und Gesundheit verändern, wenn wir es echt schaffen, so eine Art, Beamforming aufzubauen und diese ganzen Breitband Versorgung weitestgehend zu vermeiden. Ich denke, dass manche Sachen darüber noch weiterhin laufen müssen, aber diese Exposition zu verringern, wenn das denn dann noch passiert, ist Ein eine Frage. Thema, es geht ja zum Beispiel beim Schnurlostelefon sehr wohl offensichtlich eine Form von On-Demand, sprich, das heißt, die Basisstation und das Handteil strahlen nur dann, wenn sie tatsächlich in Betrieb sind. Das ist also machbar offensichtlich und funktioniert gut. Wieso kann das nicht auch bei WLAN stattfinden? Ja? Korrekt. Also, das wäre eine Möglichkeit, dann würde sich diese 50 empfangbaren WLANs automatisch wahrscheinlich auf 5 reduzieren, oder? Jetzt nicht untertags im Betrieb, aber in der Nacht, wenn man zu Hause ist und schlafen will, ja, würde sich das vielleicht sogar auf 0 reduzieren zwischen 3 und 5 Uhr zumindest, oder zwischen 2 und 5. Ich bin immer noch vom Gedanken her so, dass ich vermute, dass das schlimmer wäre, als hätten wir jetzt ein 5G-Netzwerk, wo wir sagen müssten, okay, hier müssen wir die gesamte Welt komplett mit einer bestimmten Frequenz bestrahlen, mit einem omnipräsenten Megascheinwerfer. Da hätten wir beide wahrscheinlich sehr deutlich gesagt, also schlimmer kann es, glaube ich, nicht werden. Das heißt, das Beamforming ist bis jetzt erstmal das weniger schlimme Übel. Die Frage ist halt immer noch, was passiert, wenn man in so einen Beam reinkommt und was das für einen Effekt haben kann, wenn es denn einen hat, weil wir jetzt von Millimetern reden und nicht mehr von unter 6 Gigahertz. Das heißt, wir reden jetzt von, ich glaube, das sind 20 Gigahertz und höher. Das heißt, hier sind andere Frequenzen am Laufen und so weiter. Und damit stellt sich natürlich dann auch diese Frage, wo man sagt, okay, bis jetzt ist es immer so, man hatte sich bei Frequenzen und gesundlichen Effekten halt immer auch gedacht, okay, wie weit dringt das denn ein? Eigentlich wäre die schlauere Frage, wie gut wird das absorbiert? Weil sobald es auch nur mit der obersten Hautschicht unseres Körpers interagiert und dort in irgendeiner Art und Weise wie Licht absorbiert wird, hat man einen systemischen Effekt, weil ein Effekt, der irgendwo anstößt, den gesamten Körper zu spüren ist. Der Körper Genau, funktioniert so. war gestern eine total interessante Diskussion mit einer schwangeren Frau, ja, die sagt, wenn sie also so eine Bauchbinde trägt um den Bauch, das Baby entspannt sich, man spürt das, ja. Das ist Schön, also, dass zwei Männer über Schwangerschaft ja, reden. wurde mir gestern so gesagt, oder die Alles hat gut. es von einer anderen Frau gehört, oder, und hat dann gesagt, okay, sie probiert es selber, oder? Und ganz klar, wieso? Ja, weil jetzt gerade eine relativ leichte, heute ubiquitäre Exposition, ich sage jetzt mal im Bereich unter 1000 Mikrowatt pro Quadratmeter, wo jetzt der Baubiologe schreit, wenn ich sage relativ leichte Exposition, aber jetzt im Vergleich zum Handy, wo ich habe 40.000 Mikrowatt pro Quadratmeter plus, oder, am Körper, dann dringt das ja nicht tief ein. Also das ist sicher nicht so, dass das Baby direkt bestrahlt. Davon würde ich einmal nicht ausgehen. Aber wie du sagst, es hat systemische Effekte. Ja, es hat durch die Absorption und der Mensch ist ein hervorragender Mikrowellenabsorber, hat systemische Effekte. Das finde ich sehr, sehr gut. Das ist aus meiner Sicht auch eine wesentliche Erkenntnis. Ja, das, was mich immer noch ein bisschen stört an der ganzen Geschichte ist, wundert mich, ich glaube inzwischen wundert es dich auch, dass Menschen immer noch sagen, was, die haben noch gar keine Effekte und 5G, wieso wirst du denn zu einem Aluhutträger und oder was auch immer die Leute halt sagen. Ich meine, das ist eine Sache, die kann man weder riechen, hören oder sehen. Das heißt, es ist schwer, das nachzuvollziehen. Es ist schon so, dass wir inzwischen das lange recherchieren und es gibt, allein wenn man grob sucht, mehr als 1000 Studien zu dem Thema. Ich hatte mal geguckt bei PubMed, einfach nur, wenn man halt zu dem Fall was sucht, wie sehr sich die Menschen damit auseinandersetzen. Es gibt sowohl Studien, die sagen, wir finden nichts, es gibt genauso Studien, die sagen, wir finden eine Menge. Es ist immer eine Frage, wie die durchgeführt werden. Jeder, der
sagen wir mal, ein paar Jahre Zeit verbringt, damit wissenschaftliche Studien zu lesen, versteht, dass es meistens so ist. Man kann Studien zu allen möglichen Sachen irgendwie aufziehen. Es ist auch so, dass bestimmte Interessen hinterstehen. Das muss ich, glaube ich, auch nicht großartig erklären. Aber es ist doch recht bekannt und die wohl derzeit für mich inzwischen immer noch nicht zufriedenstellende Theorie oder Beobachtung bei Frequenzen im Generellen ist, dass sie über Calcium, also einen ziemlich zentralen Stoff, für eine Menge, sagen wir mal, Unfug sorgen in Zellen. Calcium ist ein genereller Erreger für Zellen, ein wichtiger Erreger, der ist essentiell. Und wenn Calcium unreguliert in Zellen eindringt, dann sorgt es für chronischen Stress. Und Calcium ist zuständig für so ziemlich alle möglichen Emotionen oder beziehungsweise, um es einen Schritt vorher zu gehen, Neurotransmitter und dementsprechend auch Hormone. Das heißt, wir spielen mit Frequenzen rum oder wir spielen mit einer Technik rum, die uns auf zellulärer Ebene systemisch beeinflussen kann im Bereich von Energiehaushalt, im Bereich von Emotionen, im Bereich von Stresspegel, im Bereich von Energiebereitstellung auch. Man kann sich das so vorstellen, eine Zelle wird generell durch Calcium stimuliert. Das heißt, Aufregung kommt, okay, Calcium geht in die Zelle rein, okay, Zelle produziert Energie, Calcium wird wieder raustransportiert, Zelle entspannt sich wieder. Also Calcium rein, Anregung, Entspannung, Calcium wieder draußen. Bei EMF oder Wi-Fi etc. hat man festgestellt, das sorgt für einen chronischen Influx, also dass konsequent Calcium reinkommt. Das heißt, man ist unter Dauerstress. Und nicht nur Menschen können einen Burnout kriegen, sondern auch Zellen. Und das ist nicht gut auf Dauer. Das heißt, und dazu auch, dass natürlich bei dieser ganzen Belastung es auch zu weiteren DNA-Zerstörungen kommen kann etc. ist auch bekannt. Es gibt eine schöne Liste auch von Professor Martin Paul, der hatte sich damit stark auseinandergesetzt, der war auch da recht bekannt. Das ist auch jemand, der viel in der Öffentlichkeit war und viele Vorträge dazu gehalten wurde. Aber, und das ist das, was mich an der ganzen Geschichte so ein bisschen unzufrieden oder zumindest missmutig stimmt, ist, es ist schwer zu differenzieren, vor allem bei so einer generellen, das ist ein sehr genereller Effekt. Stress, Energie, Bereitstellung und solche Sachen oder Verstimmungen, das ist generell, das ist nichts Spezifisches. Wenn man jetzt fragen würde, okay, was für einen Unterschied haben denn jetzt verschiedene Frequenzbereiche? Kann man vorhersehen, wie 5G zum Beispiel interagiert? Es gab ein Gespräch über zum Beispiel die Haut und die Sweatlands, die Schweißdrüsen, dass die besonders stark darauf reagieren etc. Es gibt viele, viele Theorien dazu, wir verstehen zu wenig, um genau vorhersagen zu können, welche Frequenzen welche genauen Effekte haben. Die Calcium-Geschichte ist zu grob. Es gibt eine Menge. Naja, ich denke, also ich bin sehr froh für diese Erklärung, die du da jetzt gemacht hast. Das ist die beste Erklärung, die ich je gehört habe, Erklärung, die ich je gehört habe zu dem Thema. Danke, das ist jetzt auch für mich nochmal sehr interessant gewesen, weil ich bin weder Biologe noch Arzt und du mir da auch, ich kann das lesen, oder? Aber deine Erklärung da war jetzt sehr anschaulich und sehr, sehr schön. Danke dafür. Und ich, wie du sagst, der Meinung, es ist ein systemischer Effekt, oder? Ich glaube, das hast du ja sehr gut und sehr schön jetzt erklärt, es ist ein systemischer oder Zelleffekt. Der Fehler der meisten Menschen ist, dass viele Menschen sehr reduktionistisch denken beim Körper. Das heißt, die sagen dann zum Beispiel, die Leber ist krank oder das Herz ist krank oder der Magen ist krank oder beschädigt oder defekt oder sonst was. Ganz, ganz selten ist es bei Menschen so, dass nur ein einziges Organ irgendein Problem hat und der Rest des Körpers ist tutti frutti, ist super. So funktioniert der Körper nicht, sondern der Körper ist ein Ganzes. Das ist sehr leicht nachzuvollziehen. Wenn man allein schon mal Präparaten zum Beispiel sich das angeschaut, wie stark die ganzen Sachen miteinander verbunden sind, wie stark Nerven alles miteinander verwoben ist, wie ein Feedback konsequent abläuft. Die meisten Sachen laufen tatsächlich ganz körperlich ab und sind systemisch. Und Wi-Fi arbeitet aber auf einer so fundamentalen Ebene, dass auch die ganzen Effekte sehr unterschiedlich sein können von Mensch zu Mensch. Du kannst nicht sagen, die Menschen, die zum Beispiel jetzt hochsensitiv sind, die haben immer diese Symptome. Das ist so, hätte ich einen Virus und würde sagen, der hat als Symptom Durchfall, Fieber, Husten, keine Ahnung, irgendwie schlechter Schlaf. Dann, wenn ich dann sage, jeder Mensch, der das hat, der hat dann diesen Virus, dann ist das ein bisschen komisch. Um wieder zurück zu Wi-Fi zu kommen oder zu 5G und den ganzen Sachen. Es gibt viele neue Technologien, die auf den Markt kommen, die zum Beispiel sagen, mit der Frequenz sorge ich für Heilung, mit der Frequenz sorge ich oder gehe ich an dieses Organ ran und man versteht auch so ein bisschen, wie sie da rangehen wollen. Aber vieles von dem ist, wenn man weiter reinschaut, noch in Kinderschuhen drin, noch immer. Es ist immer noch so, dass wir zu leichtfertig mit einer Technologie umgehen, mit denen der Körper offensichtlich interagiert.
Das ist so ein bisschen, was du auch mal machst, diese Asbestgeschichte. Wir sagen so, ah, das ist toll, haben es noch nicht ganz verstanden, ist super praktisch, wir sehen den Nutzen. Und jetzt haben wir uns schon so sehr daran gewöhnt, dass wir nachts noch irgendwie auf Handys gucken und ständig erreichbar sind, so die Kultur, diese gesellschaftliche Anpassung ist schon da. Dass es jetzt schwer ist, uns vorzustellen, weil die Lösung wäre ja dann, ja, da müssen wir es abschaffen. Was ich nicht meine, Ja, aber so das der ist, Gedanke ist da. Ist so dieses, da ist dieser Widerstand, dem nachzugeben und sich damit direkt zu beschäftigen. Das muss nicht ja. bedeuten, dass wir es abschaffen. Das heißt nur, dass wir anders damit umgehen sollten und vielleicht mehr Aufmerksamkeit dem Ganzen schenken sollten. Ja, ich stimme dem mit dem Abschaffen da nicht ganz zu. Eben das ist für mich so, eben Asbest wurde verboten, oder? Aber heute klebt kein Mensch mehr nach Asbest. Du hast den Dachplatten andere Fasern, die diese Stoffe zusammenhalten. Ja, du hast in Abwasserrohren andere Stoffe, die den gleichen Zweck erfüllen. Also es geht ja nicht darum, jetzt da mobile Kommunikation abzuschaffen oder zu verbieten. Es geht darum, sie intelligenter zu machen und sicherer zu machen, oder? Genau, sowas auch zum Beispiel. Deswegen gibt es ja auch zum Beispiel Abschirmgewebe und so weiter. Jetzt hatte ich gerade eben schon ein bisschen was über Viren gesprochen und es gab ja derzeit, wir sind ja gerade, heute ist der 9. Mai 2020, das heißt, wir sind immer noch in dieser wunderschönen eingeschränkten Ausgehsperre, die jetzt langsam versucht wird, gelockert zu werden. Es ist interessant, sich solche Videos im Nachhinein anzuhören, dann zu lachen oder hoffentlich zu lachen, wenn man das hört und sagt, ach ja, das war ja eine Zeit. Und eine der Theorien oder eine der Verschwörungstheorien, wie auch immer, ich meine, erstmal zum Wort Verschwörungstheorie, ich mag dieses Wort und ich mag dieses Wort nicht. Es heißt an sich, dass man eine andere Meinung hat. Das Wort Verschwörung dabei stört ein bisschen. Aber es gibt zumindest die Meinung, weil die ersten großen angelegten Tests zu 5G waren in Wuhan, dass aufgrund der Tests mit 5G Corona durch den Einsatz von 5G zustande kam. Auch in Italien hat man mal dann geschaut gehabt, okay, wie viele Stationen sind da, und entsprechend hatte man dort auch einen starken Ausbruch von Corona gesehen. Ich teile nicht dieser Meinung, kann ich jetzt schon sagen. Ich habe eine andere Meinung dazu, die ist aber jetzt gerade nicht wichtig. Ich würde aber gerne deine Meinung haben. Außerdem haben wir das hier auch mal festgehalten auf dem Notizzettel. Das heißt, welche Meinung hast du denn dazu, deine Ja, Meinung? also ich möchte das nur ganz kurz sagen. Aus meiner Sicht ist ein gesundes Immunsystem beim Das ist richtig. Bewältigen von Erkrankungen kein Fehler, oder? Und Absolut korrekt, ja. Das ist ein guter Punkt. das, was du zuerst beschrieben hast, ja, im Sinn von was jetzt Mikrowellenstrahlung im Körper alles auslöst und den Dauerstressfaktor, oder den du ja sehr, sehr schön erklärt hast, oder den Dauerstress, den das verursacht. Auf Zellebene kann man sich sehr gut vorstellen, und das ist ja auch in Studien sehr gut belegt, dass eben Mikrowellenstrahlung eine negative Auswirkung auf das Immunsystem haben kann, oder? Und dass das also im Erkrankungsfall dann sicher nicht vom, oder im Fall von Konfrontation mit Erregern sicher nicht von Vorteil ist, ist aus meiner Sicht nachvollziehbar. Völlig, ja, noch eine Sache, die sich in den letzten 3 Jahren, seitdem wir das letzte Mal ein Interview geführt hatten, verändert hat. Ich habe ein Buch mit 400 Seiten über Stress geschrieben. Das heißt, das, was du gerade gesagt hast, kann ich nur wiederholen und nur zustimmen. Wenn wir mehr und mehr Aussetzungen durch Wi-Fi haben und diese Sache mit dem Calcium, sagen wir, universell zutrifft, dann haben wir chronisch gestresste Menschen. Ich hatte vor kurzem auch schon das Erlebnis, da ging es um Schlaf und da hat eine Freundin mir gesagt, dass sie so alle paar Stunden gerne ausschläft und das irgendwie oder aufwacht. Und das irgendwie auch normal zu sein scheint heutzutage, dass man nicht durchschläft. Und sie hatte mich völlig verwirrt angeschaut, als ich gesagt habe, ja, ich gehe abends schlafen, dann wache ich halt irgendwann auf, wenn der Wecker klingelt oder ich von alleine aufwache. Und sie so, was? Du schläfst durch. Also, was die neue Normalität da ist, kann ich nicht genau sagen, ob das auf alle Menschen zutrifft. Aber wenn einer sagt, das ist okay, ich denke mal, du wirst auch mehr so in die Richtung wie bei mir, dass du durchschläfst. Ich weiß es nicht. Manchmal gibt es Tage, wo man vielleicht nicht so ruhig schläft. Es gibt ja viele Ja, Sachen, die beeinflussend wirken. vielleicht ein Feedback von einer Kundin, oder Sohn 8 Jahre alt und war an der Mutter-Unfallchirurgin, Sohn 8 Jahre alt, war also sicher an der Grenze zu, wie soll ich sagen, halt schon schwer zu managen, oder? Sehr hohe Strahlbelastung im Innenraum, messtechnisch erfasst, abgeschirmt und nicht einmal so hoch runtergekommen, aber das Kind schlaft wieder durch, schreckt nicht Gut. auf, keine Albträume mehr, fängt nicht plötzlich in der Nacht zum Weinen und zum Schreien an, ja, und also, Welche Frequenz, das entschuldige, dass ich da unterbreche, aber was hast du da gemacht? Ich denke, das wird ein paar Menschen interessieren. Abschirmung, vernünftige Abschirmung. In dem Fall war es vor die Fenster, Vorhänge und Farbe an die Wände und dann noch zusätzlich aber Abschirmgewebe verwendet am Bett, oder? Und
wie gesagt, das Kind ist wieder, Super, ja, schöne Infos, das cool. ist, das ist, wie gesagt, zum Thema Durchschlafen, oder? Das ist das Erste, was mir jetzt einfällt. Und Ja, man sieht sie dann auch meistens, oder soweit ich es weiß, telefoniert sie dann auch, wenn sie aufwacht oder sowas. Das heißt, solche Sachen, das ist sicherlich kein Einzelfall, das werden viele Menschen machen, wie gesagt, das ist neu normal. Übrigens, auch noch eine Sache oder eine abschließende Sache zum Thema Corona und 5G und Immunsystem, wie du gesagt hast, sehr, sehr schön. Also es gibt viele Geschichten zu Stress, Immunsystem und Krankheit. Eine weitere Sache, die das Immunsystem schwächt, ist Isolation und ist Distanz zu anderen Menschen. Menschen sind sozial. Auch selbst die misanthropischsten Menschen wissen, dass Einsamkeit ein guter Lehrmeister, aber ein schlechter Begleiter ist. Das heißt, was wir derzeit tun, hat eine ganz andere Auswirkung, nicht nur wirtschaftlich, sondern allgemein auf den Menschen. Und man sollte generell, glaube ich, immer im Hinterkopf halten, dass es viele Sachen gibt, die man nicht riecht, die man nicht sieht, die man nicht hört, aber die durchaus da sind und einen beeinflussen. Das Gleiche gilt auch für solche Und kulturellen die unter Zustände. Umständen, die unter Umständen nicht ganz leicht quantifizierbar sind, oder? Korrekt. Wie gut kann man Isolation quantifizieren? Wie gut kann man solche Sachen? Ja, das ist richtig. Genau. Ich denke, wir haben einiges zusammengebracht. Das war jetzt 5G mit Sub-6 GHz mit Millimeterwellen, den Unterschied dazu. Ah, eine Frage hätte ich sogar noch zu Schluss. Warum gibt es eigentlich diese Gap, diese Lücke zwischen 6 GHz und 20 GHz? Also ab 20 GHz beginnt in die Millimeter. Was ist 7 bis 19 oder 6,1 bis 19,9? Was ist in diesem Bereich? Da gibt es natürlich Anwendungen, oder zum Beispiel Radar fällt mir ein, oder Richtfunk fällt mir ein. Das wird einerseits zu tun haben mit der Verfügbarkeit von Frequenzbändern, aber das müsste man die entsprechende Aufsichtsbehörde fragen, die diese Frequenzbänder vergibt, Also oder? sagt man einfach zusammengefasst einfach nur, man verwendet diesen Bereich nicht, weil er bereits vergeben ist und man möchte keine Zum Teil Schnittstellen. zumindest, Sonst ja, da hört gibt man es auf Frequenz. einmal, sonst kriegt man auf einmal eine Nachricht vom Geheimdienst oder sowas, keine Ahnung. Okay, gut. Ja, Also dann haben wir genauso ist die. es, oder? Das ist eine von meinen interessanteren Aufträgen über die letzten Jahre waren Abschirmanzüge für Mitarbeiter in Behörden, die also Jammer verwenden, oder die im Gelände Jammer verwenden, das heißt, die mit sehr starken Störsendern am Rücken durchs Gelände laufen und wo dann die Behörden sagen, die Leute müssen wir schützen, oder? Und dafür dann abschirmen. Du hast einige interessante Geschichten da bestimmt auf Lager. Also, Sub-6 GHz, Millimeterwellen, den Unterschied dazu, Beamforming, On-Demand, MIMO, die Strahlenbelastung, die in den letzten, erstaunlicherweise waren das nur 5, 6 Jahre oder so, die vergangen sind. Wir sind von 0,7 auf 6,5 Gigabyte pro Person angestiegen. Daher auch die Frage nach 5G, nach höher, schneller, weiter, besser, ohne Rücksicht auf Verluste, wie zum Beispiel möglicherweise die Gesundheit. Du hattest diese expositionsarmen Chambers von Professor Pöppel erwähnt an der TH Ingolstadt, wo Menschen einfach in einem strahlungsarmen Raum geschlafen haben. Da ging es waren, glaube ich, auch Studien zum Thema Tinnitus, der dann verschwunden ist und ähnliche Sachen auch, also Belastungen, dass der Körper sich dort erholen kann. Wir hatten auch über Baldachin gesprochen oder auch die generell Ideen der Vermeidung, mögliche positive Eigenschaften wie Beamforming, die wohl auch ein wenig die, sagen wir mal, Strahlungslast runternehmen könnten. Wer weiß, was uns da noch alles einfällt. Und zum Schluss hatten wir, korrigiere mich oder ergänzt noch, wenn ich was vergessen habe, hatten wir auch über EMF und 5G und Corona gesprochen. Ich hatte jetzt da gesagt, okay, ich sehe da jetzt keine Verbindungen und bin da auch vorsichtig mit solchen Verbindungen. Es gibt ein paar Sachen, die, sagen wir mal, gute Zufälle waren, wie das mit Wuhan oder mit Italien. Aber im Grunde genommen hattest du etwas gesagt, was wohl grundsätzlich stimmt. Dass alles, was einen gesundlichen Effekt haben kann, wie das von mir vorhin erzählt wurde, mit Kalzium und Stress und Zustand, hat auch einen Effekt auf das Immunsystem. Und wenn es eine Sache gibt, die uns vor grippalen Effekten schützen kann, dann ist es ein stabiles und gesundes Immunsystem. Grundsätzlich Lebensfreude ist etwas sehr Wichtiges. Daher sind auch Sachen wie Distanzierung und so weiter möglichst bald hoffentlich zu beenden. Und ja, mal schauen, was so die Zeit noch bringen wird, wie sich das Ganze entwickeln wird. Mal schauen. Habe ich was vergessen, Benny? Perfekt, 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 hervorragend, danke. sehr schön. So, dann würde ich sagen, das war's für heute, 9.05.2020. Vielleicht werden wir irgendwann weiteren Podcast dazu machen, ein weiteres Video dazu machen, in Bezug, was sich verändert hat, wie sich das verändert hat im Bereich von, wie man das 5G in die Häuser reinbringt, oder vielleicht gibt es irgendwelche Neuigkeiten von der Abschirmfront, wer weiß.
Wenn das ankommt, dann machen wir das und dann halten wir die Menschen auf dem Laufenden, oder? Was meinst du? Genauso, Machen wir. genauso. Super. Gut, vielen Dank, Benny. War wieder schön mit Danke dir nach 3 dir. Jahren. Danke dir, Moritz. Alles klar. Dann dir Bis einen schönen dann. Tag noch. Ciao.